Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Vor einigen Wochen haben wir ja unsere erste Barbecue-Soße gemacht. Und heute ist Anna auf die Idee gekommen, während der Pflaumen- und Zwetschgenzeit mal eine richtig schöne, pikante Zwetschgensoße zu machen. Viel Spaß beim Video! Kühnes Kochkanal. Hier unsere Zutaten für unsere Soße. Das sind ungefähr 500 Gramm Zwetschgen. Sie sind noch nicht entsteint. Dann brauchen wir Weißweinessig. Da nehmen wir 125 Gramm. Etwas Pfeffer zum Würzen. Ein Apfel. Der hat so 250 Gramm. Ein Stückchen Ingwer. So einen Zentimeter werden wir davon nehmen. 250 Gramm Zucker. 10 Gramm Currypulver, ein mildes Currypulver, ich habe Thai-Curry genommen. Ein Teelöffel Salz, 15 Knoblauch und dann haben wir auch alles schon. Zunächst werden unsere gewaschenen Pflaumen entsteint. Ihr seht, da bin ich dabei. Danach werden sie klein geschnitten, unter anderem der Knoblauch wird auch ganz klein gehackt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nach und nach werden nun alle Zutaten in den Topf gegeben. Hier drin sind nun schon der Ingwer, die Zwetschgen, der Apfel, Knoblauch klein gehackt. Nun kommen noch die 250 Gramm brauner Zucker dazu oder Rohrzucker. Mein Salz. Das Currypulver. Und 125 Gramm Weißweinessig. Das Ganze werde ich gleich verrühren. Und dann auf dem Herd langsam köcheln lassen. Dem Ganzen gebe ich jetzt noch etwas Pfeffer dazu. Ich denke, das reicht schon. Wenn nicht, werden wir hinterher noch ein bisschen nachwürzen. Umgerührt ist nun einmal, jetzt kann es losgehen mit dem Köcheln. Mal schauen, ich denke 40 Minuten braucht das Ganze bestimmt. Wir sehen uns dann aber. Gute 30 Minuten sind nun schon um. Ich werde jetzt unsere Soße pürieren und dann mal schauen, ob sie doch noch etwas einreduzieren muss. Ich bin fertig mit Pürieren. Die Uhr hat auch gerade geklingelt, also 40 Minuten sind auf jeden Fall um mit dem Kochen. Ich denke, die ist sämig genug, unsere Soße. Und es duftet, Leute. Richtig lecker. Und probiert habe ich natürlich auch schon. Lecker. Ich werde die Soße jetzt abfüllen in kleine Gläschen oder Fläschchen, beschriften. Ja, und dann gibt es die nachher. Ja, Freunde. Allein Zwetschgensoße geht nicht alleine. Wir brauchen eine kleine Beilage und ich mache jetzt hier einfach mal ein paar Nackensteaks dazu. Ja, kurzes Fazit. Eine leckere Soße, leicht pikant im Abgang. Fast eigentlich zu jeder Fleischsorte, würde ich sagen, gerade jetzt in der Herbstzeit, wenn es wieder Wild gibt, schön zum Rehbraten oder einfach nur als Dippe. Solltet ihr unbedingt ausprobieren, sehr lecker. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, darüber würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, habt noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Kühnes Kochkanal.